jetzt? Ja, ich könnte denken, Wähler. Echt jetzt? Wir sind Alan Ramos. Alina ist eine, ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Boss ist klein. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welle bereist, die Welt bereist und auf der Suche nach. Der Text ist mir doch scheißegal. Aber hä? Ja, aber. Ich dachte, man kann das einfach mal. Kann ich nicht laden? Man kann auch speichern. Jetzt schickt der Dude einen nach dem anderen da rein. Der Verlust deiner Charaktere. Du hast leider gerade einer deiner Charaktere verloren. Wenn das passiert, ist die betreffende Figur nicht mehr Teil der Geschichte. Oha. Wenn du einen deiner Charaktere verlierst, bleiben alle Gegenstände, die sich in ihrem Besitz fanden, an Ort und Stelle liegen. Die Position der Gegenstände wird auf der Karte mit deinem folgenden Symbol gezeigt. Solange du noch Charaktere im Spiel hast, wird dein Fortschritt im Spiel gespeichert. Aber beachte, wenn du alle verlierst, musst du das Episode neu starten. Ach du Scheiße! Ey, jetzt wollte ich dem Chat einen Gefallen tun, einfach mal zeigen, was passiert, wenn man erwischt wird. The door was open. Were they waiting for me? So, das heißt, wir besitzen gerade gar nichts. Das Bild hängt leider immer noch nicht da. War, glaube ich, hier durch, ne? Ich gehe einfach rein, ich Vollidiot, Alter. Wie sieht denn die eigentlich aus? Die hat wenigstens eine Taschenlampe. Hallo, alle Lichtquellen sind sowieso endlos. Ach, hier. Leute, was meint ihr? Wollen wir mal reingucken? Mal gucken, was passiert. Da waren wir schon drinnen, ne? Das ist wichtig, dass das hier nicht alles wieder verloren geht, der Fortschritt. Jetzt bin ich leider ein bisschen rausgekommen. Wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir machen können. Wie viel hast du noch? Das weiß ich nicht. Ich konnte ja gar nicht scrollen am Anfang. Dass sie jetzt überhaupt da ist, das war mir gar nicht bewusst. Weil wir halt, ich wollte mir am Anfang die Charaktere angucken. Aber wie gesagt, die waren halt am Anfang nicht da. So, hier haben wir, glaube ich, einen Tisch zum Verstecken, genau. Hier können wir jetzt den... Boah, hey, wie geht denn das jetzt? Wir müssen den Ring wahrscheinlich... Wir müssen den Ring kombinieren mit dem Leim. Das Metall steckt zu tief im Schloss. Ich kann den Klebstoff nicht auftragen. Hey, du sollst ja erstmal den Klebstoff auf den Ring auftragen. Wenn ich diesen Ring mit diesem Stück Metall irgendwie verbinden könnte. Hä? Willst du mich gerade... Du sollst den Klebstoff nehmen. Kombinier das doch mit dem. Ach so. Untere Hälfte des Schlüssels mit Klebstoff, alles klar. So. Kombinieren mit. Das haben wir jetzt kombiniert. Muss man erstmal gucken, wie es geht, ne? Mit dem da kombinieren. Ja, die Items, die werden halt genau da gedroppt, wo man stirbt, quasi. Ja, komm, safe. Wir gehen rein. Was haben wir denn hier Feines? Metallhaken. Ein erweiterbarer Metallhaken.
Ein erweiterbarer Metallbalken. Dieser Haken ist sehr praktisch, wenn du klein bist und etwas erreichen möchtest, das weit entfernt ist. Hatten wir sowas schon mal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Sag mir jetzt gerade nichts. Nehmen wir einfach mal auf Verdacht mit. Wir haben, glaube ich, noch einen Brief. Den lesen wir direkt mal. Lieber Sebastian, hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, was mit meinem Telefon los ist, aber ich kann dich nicht erreichen, weshalb ich dir diesen Brief schreibe. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist. Sebastian, höre dir die Spielfigur nicht an. Ich wiederhole, höre diese Spielfigur nicht an. Spuck ich direkt. Etwas stimmt nicht mit dieser Melodie. Ich höre sie immer und immer wieder in meinem Kopf. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich lese, wenn ich esse oder schlafe, sogar in meinen Träumen. Und diese werden immer schlimmer und schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas beobachtet, Sebastian. Zuerst kam es nur in meinen Träumen vor, aber in letzter Zeit fühle ich es auch, wenn ich wach bin. Obwohl es mir immer schwerer fällt, den Unterschied zu erkennen. Es ist, hier ist etwas, eine seltsame Präsenz in den Gängen, hinter jeder Tür, der ich den Rücken zuwende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir leid, mein Freund. Ich verfluche den Tag, an dem ich dir dieses Spieluhr geschickt habe. Isaac Faber. Dieser Brief. Okay, drehen können wir den anscheinend nicht. Weil da nichts ist. Aha! Oh mein Gott, es ist also die Spieluhr. Dieses Kabinett ist voller Ordner und Kisten mit vielen Dokumenten. Documents. So, hier hatten wir schon alles untersucht, ne? So, ich würde jetzt mal sagen, wir kommen entweder... Also mit dem Schlüssel kommen wir wahrscheinlich unten im Garten durch die Tür. Da, keine Ahnung. Haiku. Ach, jetzt haben wir die Haiku-Mappe. Können wir die jetzt auch lesen? Können wir die benutzen? Was können wir denn mit der Haiku-Mappe machen? Das macht gar keinen Sinn. Ja. Weil... Okay, gut. Why was that? Weiß ich nicht. War auf jeden Fall gut gemacht. Das Bild ist immer noch nicht da. Gefällt mir eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Wo haben wir hier zur Not was zum Verstecken? Wir sehen jetzt da geradeaus und dann Esszimmer. Wir müssen... Ich weiß ja. Ja, finde ich auch. Das Krasse ist, du müsstest es eigentlich sogar mit jedem Charakter mal spielen, ne? Okay, das scheint nichts zu sein. Wir gehen raus. Garage war geradeaus weiter. Oder warte mal. Das glaube ich jetzt absolut am wenigsten, aber hier haben wir auch noch eine Tür, ne? Ne, okay, gut. So, willkommen in der Garage. Zum Glück weiß sie direkt, was hier Fakt ist, weißt du? Sie weiß direkt, ich habe einen Schlüssel im Inventar, der muss hier zum Garten gehören. Ist jetzt natürlich blöd, dass wir sie ja weiterhin spielen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Lootboxen kosten nur heute nur 400 Gold. So. Perfekt. Wusste ich es doch. Die Tür ist offen. Ich brauche diesen Schlüssel nicht mehr. Achso, warte, erstmal hören. Safe, ne? Ich würde sagen, ist safe. Wir gehen rein. Außen war ihr Dings ruhig, ne?
Die Wand ist voll von handschriftlichen Notizen, viele davon in einer seltsamen Sprache. Okay, können wir uns anscheinend nicht angucken. Ich würde sagen, ist safe. Gehen rein. Eine alte Nähmaschine. Meine Tante hatte eine ähnliche. Oder vielleicht sogar die gleiche. Wieder eine weitere Notiz, in der steht: Alexander, ich wünschte, du wüsstest, du müsstest diese Notiz nie finden. Ich habe das Haus verlassen. Oder zumindest habe ich das versucht. Ich hoffe inständig, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du von mir hörst. Ich habe Mrs. Catherine oder die Kinder seit Tagen nicht gesehen. Manchmal höre ich sie oben weinen, aber ich kann sie nie finden. Sie scheinen immer direkt nebenan zu sein, auch wenn dort kein Raum ist. Hier ist etwas Schreckliches bei uns. Ich kann es nicht beschreiben. Ich traue mich kaum, unser Zimmer zu verlassen. Ich muss gehen, bevor es zu spät ist. Ich liebe dich, Marsha. Das heißt also, Catherine. Also Marsha ist ja jetzt hier die Bedienstete. Und sie hat Catherine weinen hören mit den Kindern. Das war die, die wir jetzt auch gesehen haben. Die uns umgebracht hat quasi, ne? Scheiße. Notiz von Marsha. Immer noch Tränen vorher. Da im Regal ist noch was, aber das kriege ich nicht so ganz. Jetzt habe ich's. Ich sehe eine Statue der jungen Frau Maria und ein Foto einer jungen Dame. Ich glaube, sie kommt aus dem Osten. Warum auch nicht, ne? Auch die können ja... So, was haben wir hier? Noch ein... Oh, eine weitere Puppe, Leute. Orangefarbene Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit einem kurzen Pferdeschwanz. Mit dieser Nase sieht sie aus wie ein kleines Chanchito. Nehmen wir natürlich auch mit. Warum auch nicht? In Peru haben wir überall Bibeln herumliegen. In meiner Familie bin ich die Einzige, die sich für eine spirituelle... Spiritualität entschieden hat. Eine... die näher an der Natur ist. Ich will nichts sagen, aber es wird immer lauter, ne? Es wird immer lauter. Eine alte Nähmaschine. Meine Tante hatte eine ähnliche. Das Geräusch wird immer lauter. Haben wir einen Rückzugsort hier irgendwo? Ne. Doch hier im Schrank, ne? Hier haben wir einen Schrank. Das ist schon mal gut. Das ist gar nichts, ne? Gehen rein. Okay, hier haben wir ein Handtuch, glaube ich. Mit dem ich mal wieder nicht interagieren kann. Boah, das ist dumm gemacht. Also es gibt hier wirklich Punkte, mit denen kannst du anscheinend interagieren. Aber das ist sau schwierig. Kriegst du einfach nicht. Ei, diese Handtücher sind benutzt und sehen aus, als würden sie schon seit Wochen herumliegen. Ah, wir können mit dem... Ach so. Wir können nochmal das Taschenlampenlicht separat bewegen und das gucken wir an. Das wurde uns tatsächlich sogar erklärt, aber da wusste ich nicht, was sie meinten. Ach so. Okay, gut. Durch den Boiler wieder? Läuft der Boiler wieder? Digga. Ah, diese Kamera ist echt schlimm. Die verhindert halt komplett, dass du was von dem... Wie, dazu ist keine Zeit mehr. Achso, ich muss die Tür auf... Achso. Achso. Achso.
Dicker. Wow, okay, gut, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ist okay, ich muss zur Tür. Oh, ja. Holy Pachamama, that was close. Holy Pachamama. Hä? Ich komme nicht durch. Die sind hier. Hä? Hä? Moment. Das ist aber jetzt... Aber was soll ich jetzt machen, Leute? Ich bin ein wenig verwirrt. Das Szenenwechsel ist doch schon manchmal sehr belastend im Game. Aber guck mal, jetzt ist weg. Hört ihr? Jetzt ist weg. Ich kann auch gar nicht mehr. War mir schon lange 21. Schon lange. Geht auf die 22 zu hier. Ah, okay, gut. Dauert noch. Holy Mama, Bacha Mama. Okay, was haben wir hier? Schlaftabletten. Die Packung ist fast leer. Hier ist doch eine Tür. Warte mal. Okay. So, ich würde mal sagen, ist jetzt der letzte Raum, den wir durchforsten. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Guck mal, wir können uns nämlich jetzt hier hinstellen. Und einfach nach oben leuchten. Und das bringt uns nämlich auch absolut gar nichts, um da oben mit dem Ding zu interagieren. Seht ihr? Diese Lagen sind alle staubig. Sie hängen wohl schon eine Weile hier. Reinigungsmittel. Einige der Flaschen sind leer. Sehr gut. Hier haben wir wieder irgendwas. Ah, Universalverdünger. Nitro. Dispitol. Okay, Nitrodispitol ist das. Eine Dose Universalverdünner. Hm. Ist noch viel Lösungsmittel übrig. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Ich wüsste jetzt aktuell noch nicht, für was wir das brauchen könnten. Reinigungsmittel. Einige der Flaschen sind leer. Moin, Paul, ich grüße dich. Oh nein, es geht wieder los. Okay, das ist aber cool. Man hört so langsam, es bahnt sich hier mehr an und dann kommt die irgendwann, ne? Die Wäsche ist gefüllt mit schwarzem Wasser. Ich kann hier nichts drin erkennen. Oh nein. Bin zu dumm für das Game, ganz ehrlich. Ja. Okay, gut. Das ist ja ein perfektes Ende, Leute. Ist ja ein perfektes Ende. Neugier ist der Katze ist tot. Haben wir noch einen Charakter? Oh nein, das ist der letzte, ne? Das ist der Chef höchstpersönlich. Ah ne, ah. Wir haben noch zwei. Oh mein Gott, wir haben halt noch zwei Leute, Leute. Ja. Ich bin bestimmt noch ganz am Anfang vom Spiel. Ich weiß nicht. Ich muss aber auch alles mitnehmen, ne? Aber heute ist letzte Season. Also heute 21 Uhr ist das letzte Battle Royale und dann ist halt 19 Uhr, 21 Uhr und dann ist Feierabend. Scheiße, Leute. Na, okay. Dann, ich würde mal sagen, wir nehmen als nächstes den Chef, den nehmen wir zum Schluss. Wir nehmen jetzt als nächstes ihn hier. Na gut. Und dann machen wir jetzt hier Feierabend, Leute, ne? Muss ich denn jetzt... Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich alte 4 drücke? Weiß ich nicht. Haben wir da ein Safe Game? Ja, komm, wir nehmen Alexander. Scheiße, Digga. Ich glaube, ich bin noch ganz am Anfang vom Spiel und ich habe schon 3 Leute einfach verloren. Na, 2. Hätten wir mit dem ersten... Haben wir den ersten... Ne, der erste, der musste sterben, ne? Der Daniel. Ich glaube, der erste, der musste sterben. Hoffe ich. Oh, vielleicht musste der auch gar nicht sterben. Schwierig jetzt zu sagen. Na, ist ja auch egal. Ich würde sagen, das Game machen wir diese Woche Sonntagabend weiter.